Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal vom Bochum Hauptbahnhof. Was ist da los? Mein Auto ist nicht kaputt, aber Herr Nachbar hat ein Ticket und die bieten jetzt in den Ferien an, eine Person gratis mitzunehmen. Haben wir gesagt, testen wir mal. Ne? Stressfrei geht's jetzt zum Möhnesee, hoffen wir. Ich habe die Internetverbindung rausgesucht. Könnte in die Buchse gehen, weil ich Zug fahren, null Plan. Das erste Ding ist schon, unser Zug hat jetzt schon Viertelstunde Verspätung. Läuft. Ich fahre zweimal im Jahr mit dem Zug normalerweise zu FIBO und zum World Fitness Day und da ist immer was in die Hose gegangen. Vorsicht bei der Einfahrt. Ja, jetzt hängen wir hier noch eine halbe Stunde rum, ne? Hallo. Oh, ist das nicht schön, wenn ich schon das hier sehe, dann war nicht schön. Das Buffet ist eröffnet. Oh, guck mal. Da, 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 da. Ja. Geil, ne? Okay, ein bisschen schlafen. Warte, jetzt sagst du nochmal. So, mit 20 Minuten Verspätung in Soest angekommen, umsteigen und dann nächste Station Möhnesee. So, wir sind angekommen. Wir hoffen, das ist jetzt auch der Möhnesee, weil irgendwie Schilder gibt es hier nicht, ne? Aber muss ja. Delleke, die Endhaltestelle. Ja, wir laufen jetzt einfach auf blauen Dunst hier raus. Einen Plan haben wir wie immer nicht, ne? Wir wollen einfach nur raus. Aber erstmal fetten Respekt an unseren schlecht gelaunten, schimpfenden Busfahrer. Der hat aber auch eine Strecke durch Soest Innenstadt, da habe ich zum Teil gedacht, hier mit dem Bus durch. Er hat es gemeistert, zwar lautstark und ja gut, wir haben auch einen Rüffel gekriegt, aber... Oh, sieht schon schön aus. Die Straße ist jetzt nicht so praktisch, aber gut. Wir laufen einfach mal. Ob das jetzt die beste Stelle für den Einstieg und zum Spazierengehen ist, wissen wir nicht. Das werden wir dann hinterher berichten, weil wir haben hier überhaupt keinen Plan. Man kann jetzt theoretisch auch mit dem Schiffchen hier fahren, der fährt mehrere Stationen ab. Aber A kostet Geld, B wir haben zwei gesunde Füße und Beine. So, Planänderung. Ich habe jetzt hier mal einen Einheimischen gefragt. Er hat uns von dieser Runde abgeraten, weil auf der Seite würde man mehr sehen. Hier ist so ein Naturpark, hier kommt man zum Wasser runter, zur Staumauer. Er hat mir damit rechts links was beschrieben, aber es soll wohl ausgeschildert sein. Wir lassen uns überraschen. Ne? Ich gucke jetzt erstmal, ob die Toilette offen ist. Ach, guck mal, hier steht es doch. Wir können uns hier nachrichten. Also Freunde, wir sind jetzt hier in der Taucherbucht. Ja. WC-Check. Jetzt kann man hier diesen Rundweg machen. Der grüne wäre jetzt zum Beispiel 5,9. Das ist ein kleiner. Da umrunden sie die Halbinsel zwischen Möhnesee und Hefearm. Sollen wir das einfach mal machen und dann nochmal entscheiden? A7. Autobahn A7. Ach so. Oder A2. Ja, A7. Nehmen wir die A7. Da ist, glaube ich, weniger Stau wie auf der A2. Oder bist du einverstanden oder hast du eine andere Idee? Ich habe keinen Plan. Hast du die Farbe gemerkt? Nein. Grün A7, okay.
Oh Gott, wir sind so richtige schlechte Touris, ey. Verplant und verpeilt. Macht nichts. Gibt's hier noch einen? Orientierung. Ah, das ist aber schön gemacht. Naturpromenade. Ja, komm, let's fetz. Wenn nicht, muss ich halt auf der Arbeit anrufen, dass ich nicht pünktlich komme morgen früh. Sorry. Herzlich willkommen zur Naturpromenade. Wasser und Wald, beides gut, nehmen wir. Nähere Hinweise zu den 19 Stationen. Broschüre, ey, guckst du? Ich habe noch was. Broschüre unter anderem Torhaus, Kiosk. Soll ich uns mal so eine Broschüre besorgen? Ich frag mal, ist doch hier der Kiosk? Nee. Guckst du? War ich erfolgreich? Einmal Broschüre, einmal Karte. Ha! Bäm! So, dann wohlen wir uns mal durch. Sehenswürdigkeiten, Ausflugstipps, Unterkünfte und die Karte. Jetzt kann doch nichts mehr schiefgehen, oder? Kann man hier drücken? Knopf drücken? Nee, ne? Ja, ne? Nee. Habe ich auch erst gedacht. Blauer Nagel, als die Sperrmauer fertiggestellt wurde. Okay, mit Blindenschrift. Also, ach, guck mal hier. Ah, kombiniere, Watson. Also, Geburtsjahr des Baumes ist der rote Kreis. Blau ist 1913. Hier, 1913. Hä? Checkst du? Die Baumkreise, die Maserung haben. Oh, wir suchen gerade eine Location, wo wir unser Mittagessen zu uns nehmen können. Senek sagt, nee, aber ich habe seit dem Rheinsteig, ich schwöre es euch, habe ich einen Hüttenfetisch, einen Schutzhüttenfetisch. Ich bin verliebt in jede Holzhütte, die irgendwo steht und will da sofort rein. Ja, kommst du nächstes Mal mit, Rheinsteig? Hier hat man hier alle paar hundert Meter diese netten Infotafeln. Tolle Tour. Also doch, die Runde kann man machen. Wahrscheinlich gibt es hier 500.000 Wanderwege. Der eine schöner als der andere, aber wir sind mit unserer Route hier ganz zufrieden. Wir haben Wald, wir haben diese Infotafeln, Naturfahrt und wir gucken ständig aufs Wasser. Mehr wollten wir nicht, oder? Oder? Ganz normal. Gute Strecke oder Scheißstrecke? Gute. Siehst du. Dafür, dass wir das ungeplante Chaos sind, ist das gut. Hm? Lausch mal. Komm, wir lauschen mal. Hört man hier was? Hallo. Oh, Heidi. Okay, ich höre. Warum habe ich eigentlich immer Heidi im Ohr? Oh, ein Klangkonzert. Schön, sowas mag ich auch, Spielereien. Da ist schon wieder eine Hütte. Aber hier steht nicht drauf, was es ist, ne? Oder? Ja. Auf der anderen Seite. Da haben wir gesehen. Nein. Nein? Nix. Ja, und was war's jetzt? Wie viel Kilo? 20? Nee, nach vorne, 90.
Muss ich jetzt alleine wippen? Oh, ich habe Muskelkater. Wippst du doch mit? Aber was ist das für ein Korb da vorne? Ich bin zu schwer. Hier kann ich mich nicht festhalten. Fliege ich gleich. Stopp! Okay, reicht. Okay. Also ein Bügel ist manchmal gar nicht mal so sinnlos. Da unten wollen welche mit. Wie viel Kilo hast du? Ach so. Sag ich nicht. Ich liege hier so zwischen. Das Erste, ne? 90, boah! Wie ja, ein paar Kekse noch, dann habe ich sie immer. Boah. Pfui. Hier lässt es sich aushalten, oder? Ich habe noch Nachtisch, Honigmelone, ne? Ah, habe ich auch noch dabei. Schön. Schade, jetzt haben wir gefragt, hier ist ein historischer Weg. Der hätte uns interessiert, der soll auch schön sein. Das Problem ist, das sind wohl noch etliche Kilometer mehr wie 6, 7. Wir müssen halt uns nach den Buszeiten richten. Ne? Jetzt hat uns eine Dame da gerade schon beraten, die sagte, nee, das kriegen sie nicht hin. Schade, weil das hätte uns jetzt auch echt interessiert. Senek! Jetzt hier auf der einen Karte hat man den Standort nicht gesehen, aber die hat recht, guck mal, hier siehst du, wo wir sind. Das ist hier genau, wo das Brandloch ist. Hier sind wir. Also es ist tatsächlich, es wäre dieser ganze Weg hier. Schade, dass mein Internet nicht geht. Also ich traue uns locker zu, 10, 12 Kilometer schaffen wir in der Zeit. Oder? Was sagst du? No risk, no fun? 10 Kilometer hast du ich weiß es nicht. 2 Stunden. Ja. Und dann noch 3 Stunden. Viertel vor 3, Viertel vor 4. Knapp über 3 Stunden haben wir Zeit. Du entscheidest, mir ist egal. Da müssen wir nur ein bisschen strammer gehen. Wie viele Kilometer? Weiß ja keiner. Es weiß keiner, wie viele Kilometer. Das ist das, was du gesehen hast, der Bogen um das komplette Wasser. A oder B? Wir sind bescheuert. Wir können weder auf Google Maps diese Route eingeben, der führt uns immer den anderen Weg entlang, noch sehen wir auf der Karte, wie viele Kilometer das sind. Ich hab's jetzt mal. Karte? Kleine oder? Kleine. Problem ist aber, selbst wenn ich mit dem Finger abmesse, dann komme ich auf über 20 Kilometer. Also ich muss nur um 5 Uhr morgen früh auf der Arbeit sein, also beziehungsweise ja. Viertel vor 3, wir sind bei Kilometer 11,11. Ey, wir sind richtig gut. Wir haben jetzt aber auch Speedwalking gemacht, ne? Das war jetzt hier schon wieder Sportprogramm. Da muss ich doch erstmal heute einen Beitrag zum Waldbaden posten. So macht man das nicht. Mit den Schlössern haben sie auch hier schon bekloppt. Toiletten, auch nicht schlecht. Da hinten ist ein Yachthafen. Ja, wir müssten theoretisch, was meinst du, wo ist unser Startpunkt? Da, wo das Türmchen ist? Hier, geht doch. Schön, ach die Fähre, guck, die ist auch da. Sieht toll aus, ne?
Komm, haben wir noch ein Highlight mit bei gehabt, oder? Ich finde, hat sich schon dafür gelohnt. Und mit der Zeit sind wir super. Boah, Leute. Bäm! Abfahrt der Lecke, ich glaub's ja nicht. 15 Kilometer waren wir jetzt unterwegs und wann kommt Bus? 16.30 Uhr? Nee. Wir müssen nach Soest Bahnhof. 17.30 Uhr? Nee. 17.30 Uhr? Also das ist als, als was? Busfahrer bist du hier gelackmeiert, ne? Wir haben nämlich jetzt 16 Uhr, noch nicht mal. Ja. Wir überlegen mal noch. Boah, ich bin voller Eintagsfliegen. Wow! So, jetzt sind wir gearscht. Wir haben auf dem Fahrplan, den haben wir auch fotografiert, da steht aber ganz klein an der Seite Samstag. Das siehst du heute, der nächste Zug, Bus, wird um 6:30 fahren, dann sind wir um Mitternacht zu Hause. Oder wir laufen jetzt noch die 10 Kilometer zum Bahnhof. Dann habe ich innerhalb von 3 Tagen 2x 30 Kilometer gemacht. Ach du Scheiße, Leute. Guckt euch mal an, wo wir die ganze Zeit laufen. Hier gibt es keinen Fußweg mehr. Jetzt müssen wir auch noch hier voll den Verkehr stören, aber man hat keine Chance. Also dafür, dass das so ein großer Touri-Punkt ist, hätte ich jetzt ein bisschen mehr Busverkehr erwartet. Na gut. Wir gucken jetzt nach einer Alternativroute. 4 Kilometer ist es noch bis Soest City. Problem ist wieder auf der Bundesstraße. Man hat so Abschnitte für Fußgänger und die hören dann auf und dann läufst du auf der Bundesstraße, wo die mit 100 Sachen vorbeipesen. Ich habe so langsam den Kaffee auf. Also schon gesagt, mit dem Zug und Bus, Städtetrips ja, wenn man eine Innenstadt besucht, aber sowas, nee, dann bleibe ich beim Auto, ehrlich. You see what you know, I know I want to go home. Möhrenklauen, hallo. Hallo. Ich möchte jetzt gern Möhreneintopf haben. Da habe ich jetzt Bock drauf, auf einen schönen Möhreneintopf. Ja. Nimm ich. So, bei Kilometer 24 haben wir dann einen Bus bekommen, der zum Bus-Treff-Bahnhof gefahren ist. Und wir müssen jetzt noch bis zum Hauptbahnhof laufen. Dann wären wir bei Kilometer 26. Hoffen, dass da noch ein Zug irgendwie fährt. Wir wollen nicht mehr. Ach, Möhnesee war toll, der Rest. Ah ja, guck mal, hier sind wir auch vorbeigefahren. Habe ich noch gedacht, die Hosen sind gar nicht mal so schön. Oh. So, Freunde der Nacht, wir haben es zum Bahnhof geschafft. Nachdem wir dann... Ja, wir fahren jetzt mit dem Zug nach Dortmund und gucken, dass wir von da aus nach Bochum kommen. Also fußgängerfreundlich ist es nicht. Wir sind jetzt knappe 6 Kilometer über die Bundesstraße gelaufen. Das war schon gruselig. Busse, die angeschlagen waren, 2 kamen gar nicht. Andere fuhren sowieso 2 Stunden vorbei, ne? Dann gar nicht mehr. Also Möhnesee, super schön. Aber ich empfehle es mit Auto. Mit Auto. Ich werde sowas auch nur noch mit Auto machen. Innenstädte mit Zug, toll, aber... Wer weiß, wann wir zu Hause sind, ne? Egal. War trotzdem schön. Ich schließe jetzt hier das Video, weil ich nicht weiß, wann wir nach Hause kommen. Okay. Ich sag, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Die Füße bleiben. Hm? Ja, auch 25 Kilometer von 0 auf 100. Netzfetzen.